Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Picture Designer. Heute möchte ich euch zeigen, wie einfach es ist, für ein Bild von einer Homepage dafür zu sorgen, dass die Ränder quasi schöne Übergänge haben. Wie man hier an diesem Beispiel sieht, üblicherweise sind Bilder eben viereckig und das wollen wir natürlich nicht. Und da zeige ich mal, wie man das heute macht. Dazu öffne ich mal ein Bild. Habe ich mir dieses Bild hier vorgenommen. Das kann man einfach per Drag and Drop in den Picture Designer überschieben. So, es taucht hier auch schon auf. Den haben wir nicht mehr. Und jetzt hat der Picture Designer so ein paar schöne Masken hier oben, die man so um das Bild legen kann. Ich könnte zum Beispiel jetzt ein Dreieck machen. Sieht ein bisschen blöd aus. Für meine Homepage machen wir einen Kreis. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Ich sage exportieren. Mein Bild auf der Homepage hat 200 Pixel Breite und ich speichere das mal auch wieder hier in meinen Bibliotheken unter Bilderrahmen und ich nenne es mal Opti1. So, wenn ich mir das jetzt hier so angucke auf meiner Seite, da ist es schon, dann sehe ich eigentlich sehr schöne Übergänge. Gut, blöderweise hat nicht jeder weiße Seiten. Wenn ich jetzt mal schaue, auf einer schwarzen Seite wird das halt immer noch blöd aussehen. Um das zu ändern, kann ich im Picture Designer mein Bild auch als PNG speichern, also mit transparenten Übergängen. Das habe ich ja hier auch vorgesehen, das ist eigentlich alles transparent. Dazu muss ich nur beim Exportieren aufpassen, dass ich hier unten das Fältchen PNG setze. Und wenn ich das Ganze jetzt speichere, dann nenne ich es jetzt Opti2 PNG. Und wir schauen mal, was ist passiert. Wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist eigentlich auch schon alles. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.